mein Chat. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hitman 2. Schlägt mir vor, dass ich Battle Royale machen sollte und einfach jede einzelne Person, die sind anwesend, töten soll. Beziehungsweise ausschalten. Wir versuchen derweil immer noch eine Halskette zu stimmen. Ist nicht so ganz klar, wie ich das machen soll. Wenn ich die halt greife, sehen mich ja halt 20.000 Leute. Ach so. Alarmsystem's up and running. Out of sight. Ich weiß ja nicht so richtig, wie ich den Körper hier verstecken soll, ne? Der fällt jetzt sowas von auf. Black Nathaniels Handy. Ark-Schlüsselkarte für den Ark-Bereich. Okay, gut, das bringt mir ja nicht ganz so viel. Was bringt mir das Handy noch? Textnachricht. Eine wütende Textnachricht von Sophia Washington an ihren ehemaligen Geliebten, Blake Nathaniel. Sophia beschuldigt Blake, dass er sie verraten hat und spekuliert dann, dass Blake die kostbare aztekische Halskette der Vermächtnisarche nur gespendet hat, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Das nennt man wohl eine schwierige Trennung. Der wird auf jeden Fall vorgekommen, wenn das nächste Mal hier Sophia rumkommt, ne? So, wie soll ich jetzt nicht... Ich habe irgendwie noch das Problem gelöst, wie ich an die scheiß Halskette rankommen soll, ne? Ich meine, ich werde die wahrscheinlich auch als Blake Nathaniel nicht einfach weggreifen können. Blake Nathaniel. Wird der nicht einfach Nathan Blake heißen? Ach doch. Smooth 47. The Sparrow's got nothing on you. Der Spatz. Das ist irgendwie so eine Person. Wo habe ich von denen schon mal gehört? The Cube? Das ist irgendwie der Meister, die im Namen ist der Spatz. Der kommt irgendwie öfter vor. Okay. Ja, grüß dich. So, dann reden wir mal kurz mit Sophia. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Die müsste ja gleich kommen. Komme ich hier hoch als Blake? Oh, hi. Sophia. Blake? I almost didn't recognize you without a knife in my back. I messed up. I see that now. Can we talk? This should be good. Follow me. Uh-huh. Das ist übrigens auch nicht die Lösung, die ich machen werde, ne? Also vielleicht doch, weiß ich noch nicht. Also die einfachste war tatsächlich die mit der Konstante, den Typen anzurufen, mit den anderen Typen. Aber ich bin gespannt, wo das hier hingeht. Das müsste dir sofort merken, dass das nicht der Typ ist. Ach ja, drosseln müsste ich auch noch jemanden, du hast recht. Stimmt, ich müsste noch jemanden drosseln, du hast recht. Guck mal, das ist eigentlich das perfekte Safe-Game. Das wäre schön, wenn das Spiel das bitte nicht überspeichern würde, weil das ist quasi genau das Ende, was das einfachste war bis jetzt, um gut rauszukommen. Ohne großartige Probleme. Ich mach mal das hier. Wo habe ich denn hier meine Style schon... Ach, guck mal, jetzt wird nämlich die Leiche entdeckt. Das ist nämlich der Mist an der Variante. Calling in! Calling in! Got a guy on the ground to deal with. He's... Oh, shit! Na, verdammt. Ich ahne das nämlich, dass diese Lösung hier nicht funktionieren wird, weil der Typ gefunden wird. Also, weil ich nicht schnell genug war, wahrscheinlich. Na gut, dann müssen wir sie halt vorher drosseln. Obwohl, im Prinzip haben die jetzt nur angefangen, um mich zu schießen, weil ich sie plattgehauen habe. Both targets down. Impressive work, 47. And now to confront. Ha. Aber ich glaube, wir kommen mit der Lösung hier nicht weiter. Das ist sehr schade eigentlich. Aber ich kann auch nichts tun, um das zu ändern. Das Ding ist, wo soll ich denn den Körper hinschaffen? In den Nebenraum kann ich den auch nicht bewegen. What the hell? Ach, der... Command, do you read me? Over. Oh! Ach, er hat den Excellent Typen gefunden! Let's give Sophia her heart's desire, shall we? Hey, get up! Er hat den Typen gefunden.
be safe with me. Okay, I got it. Well, I don't give a shit. Shit. Lass uns doch reden! Ich will doch noch reden! Ach, fuck. Both targets down. Impressive work, 47. And now to confront the constant. Sie hat auch ein paar Durchschlüsse gehabt, oder? In position. You did your part, 47. For Erfind den anderen Scheißkörper, das kann ich. Kann ich das verhindern? Aber nur mit einem Mord, oder? Alter, wenn ich vielleicht kurz vorher vorrenne, könnte ich es eventuell noch schaffen, das zu verhindern. Wie soll der Beziehungsberater werden? Eventuell können wir die Entdeckung verhindern, wenn ich jetzt sehr ganz schnell bin. Ich müsste nur ein bisschen vorrennen, bevor der Typ in die Ecke läuft. Und dann müsste den Typen denken... Excellent, 47. Let's give Sophia her heart's desire, shall we? Ach so. Stick with me. I'll get you to the safe location. Ich glaube nicht, dass ich das gerettet kriege, weil ich komme so schnell nicht hin und die sehen mich ja werfen. Und eine Waffe kann ich auch nicht benutzen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Mensch. What? Excellent, 47. Let's give Sophia her heart's desire, shall we? Pop the boy! You son of a bitch! Help me! Don't worry. Weil ich schlampig war. Weil ich einfach nur schlampig war. Hätte ich den Typen vorhin einfach weggeschafft, wo ich... Habe ich noch irgendein Autosave, bevor das hier irgendwie so akut wird? Warum sind die Autosaves eigentlich alle an so komischen Stellen? Naja, ich müsste, wenn denn das hier laden. Na gut. Wenn man am Fenster rauswerfen geht nicht. Naja, ich muss den nur in den Nebenraum schaffen. Das ist ja kein Problem, das habe ich bisher vorhin einfach nicht gemacht. Leider verpasse ich damit die Gelegenheit, Nathaniel Platz zu machen. Ne? Das habe ich auch die ersten 20 Mal nicht gerafft, dass er nicht gesehen wurde, dass nicht Nathaniel gesehen wurde, sondern... wo ist das? Hier ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme ohne Probleme. Ich habe die Schlüsselkarten nicht, wa? Na ja, dann müssen wir uns hier wieder durchschleichen. Darf ich jetzt? Ja, darf ich. Ja, das ist an sich kein Problem. Das wird auch was tun. Ja, aber das Problem ist, wenn ich Leute aus dem Fenster rauswerfe, dann zählt das als Mord. Wir wollen niemanden umbringen. Außer unsere Ziele. Oh, sie ist ja sowieso hier. Ja, grüß dich, ja, Mensch. Gut, dass ich mich gerade so beeilt habe. Ja, sonst guckt er nämlich hier nie hinterher. Ich habe ja vorher den Weg genau mir angeguckt. Ja, das Problem ist, dass das Fenster, das... Ja, guck mal, da würde ja sogar von irgendwelchen Leuten fallen. Also das fällt erst recht auf, wenn ich den da runterschmeiße. Und dann guckt die doof in der Landschaft rum. So, jetzt haben wir wieder ab. Ich muss hier diesen Körper entsorgen, Madame. Die Waffen müsste ich theoretisch auch noch entsorgen. Gibt es irgendwo mit einmal? Das wäre übrigens die Gelegenheit, um an eine Elite-Wache zu kommen. Der Moment hier. Wolltest du bei Adin kommen? Bestimmt. Das Ding ist, am besten packe ich die Leiche eigentlich hier hinten in meinen lustigen Raum hin, oder? Weil hier hinten rennt nie jemand hin. Kann ich den hier einfach an der Tür vorbeiziehen, ohne dass jemand sieht? Ah, kann ich. Es ist auch ein bisschen dämlich, dass das Blake Nathaniel, das ist... So, okay, zack, haben wir. Es liegen da zwar noch welche Waffen rum, aber das ist hoffentlich kein Problem. Ich will die Treffer nach unten. Ja, das ist das Bad, oder? Hier will ich nicht hin. Hier ist die Treffer nach unten. Ich habe mal so wenig Orientierung hier, das ist ein bisschen ärgerlich. So. Wo ist denn Blake hier? Die beiden, also Blake müsste gerade unten sein, oder? Hä? Hello, sir. Warum ist denn er hier wieder da? Hab ich den nicht...
Hä? Habe ich ihn nicht bewusstlos geschlagen? Ach nee, das ist die Wache von da vorne, ist das. Wo ist denn jetzt hier Mr. Indiana Jones? Da unten ist er nicht. Ist er denn? Das ist ein bisschen witzig, wie er da hinterher torkelt. Das ist, oh, hab ich vergessen. Ach, da ist er ja. Warum war die Wache gerade da? Das ist natürlich gerade sehr ärgerlich, wenn die Wachen so stehen, ne? This sensor system was worth every penny. Check and mate, Sophia. Jetzt muss ich mich zwei Leute bewusstlos schlagen, ne? Es sei denn, der möchte jetzt gerade noch möchte mal eben nach vorne rennen. Ne, will er natürlich nicht. Nein, nie. Oh mein Gott. Oh shit. So, wenn du einmal nicht triffst, ist sofort jedem klar, was das ist. Okay, ich muss jetzt also tatsächlich einmal warten, bis er eine Runde rummacht. Oh, das dauert so ewig. War ich vorhin nicht gründlich, weil da siehst du direkt wieder, wie sich. Cloud Serpent is safe from Sticky Fingers. Sticky Fingers ist die Übersetzung von Langfinger? Weil ich halt einmal unachtsam war, ne? Beim Räubern. Also ich kann das jetzt halt nicht in einen Go machen. Also ich muss die Typen jetzt erstmal loswerden. Ich weiß nicht, warum er jetzt da steht. Warte mal, was ist denn eigentlich im Nebenraum? Kann ich Leichen hier vielleicht doch durch entsorgen? Weil hier ist er. Ach nee, ja gut, hier stehen sich da ein Typ rum. Ah, wohl ja nicht. Ich hätte die Wache ablenken. Ich weiß nicht so richtig, warum er hier steht. Weil eigentlich steht er da vorne. Also das, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Körper gefunden wird, ist halt deutlich größer, als dass zwei Körper gefunden werden. Will er jetzt wieder weggehen? Haut die nicht mehr ab, ne? Da komm ich auch einfach. Meinen letzten habe ich ja auch irgendwie. Das ist. Wenn ich halt irgendwie so ein bisschen drehe, dann kann man die ja irgendwie hier. Na bitte. So, viel besser. Also wenn den jetzt hier noch einer sehen kann, der liegt ja wohl perfekt. Perfekt. Der da unten würde mich erkennen, wer auch immer das ist. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie. Das ist die Konstante. Er guckt sich das Dings an. Müsste er jetzt sicher nicht merken, dass das Sicherheitssystem gerade nicht da ist, weil das hat ja sogar die Glasscheibe hochgefahren, das Teil. Ich speichere nochmal das Ding hier über. Kann ich ihn damit eigentlich umbringen? Ich mach das mal eben. Na gut, also der Kronleuchter ist vielleicht nicht dafür geeignet, für das, was ich vor. Wir müssen also wirklich warten, bis er wieder hochkommt. Vielleicht ist er blind. Ich glaube nicht. Wie kommst du denn an die Verkleidung? Stell dich schwierige Fragen. Das hätte bestimmt irgendwie geklappt. Ich sehe übrigens schon, dass ich die Wache da vorne auch noch bewusst so schlagen muss, irgendwie. Ich meine, der Platz hinter dieser Kiste da ist beschränkt, ne? Ich kann da nicht ewig viele Leute einlagern. Warum muss es eigentlich immer so klischeehaft sein, dass irgendwelche Kronleuchter immer irgendwie runterfallen? Wo bleibt denn jetzt hier unser nächsten Blake Nathaniel? Wo ist der denn da unten? Ist die Konstante? Das ist die scheiß Konstante, die ich nicht umbringen soll. Die rennt mir die ganze Zeit vor der Nase rum. Herr Blake. Der kann mich erkennen? Warum? Ach, das ist er. Sehr schön. Grüße.
Jeden Cent war das Ding wert. Ja, ja, ja. Oh, sorry. Yeah, that was you. Ernsthaft? Hey, we need some help here. Please just go and get some help. Someone is acting up. He needs to be sent. Someone is acting up? Wirklich? Habe ich gerade einen Aus... Kann man das Ding eigentlich abschießen? Hm. Also der Kronleuchter schwingt zwar schön, aber man kann die nicht abschießen. Das ist ja ein Elend. Das hätte ich gedacht, dass das geht. Na gut, Scratch passt da eine rein. Vielleicht solltest du vorher noch so recht schneiden, wo wir den Platz nutzen. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Am besten, ich schneide die Leute in kleine handliche Würfel. Das heißt, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Weil dann dreht er mir auf jeden Fall den Rücken zu, weil jetzt gerade hat er sich gerade umgedreht. Hätte ich vorhin nicht gewusst. Rennt er nicht lang? Das denn, der rennt hier irgendwo da unten runter und dann kommt kam er gerade aus dieser scheiß Tür hier raus. Ich sollte mich vielleicht vorher für ein paar Sekunden nochmal verstecken, weil da kommen gleich die anderen Typen. Und die Wache da könnte mich ja erkennen. Das ist, eigentlich schafft er das nicht in der Zeit. Aber nur mal sicher gehen. Was machen diese Elite-Wachen eigentlich die ganze Zeit? Ach komm, da unten kommt er schon, oder? Ich glaube, sein Hut wird nicht eingeblendet. Aha, jetzt kommen die Elite-Wachen durch die Tür. Der kommt da unten lang. Genau. So, genau. So. Sehr schön. Weiß nicht, beunruhigt das nicht so ein bisschen nötig? Ich meine, die anderen Typen haben hier weiße Handschuhe an, haben ihre Hände immer auffällig nicht am Holz, dann stehen halt und stehen irgendwie so da, dass sie. Oh, fick dich! Wirklich? Aus der Entfernung siehst du das? Okay, einen Versuch nochmal, wenn nicht, lasse ich die scheiß Quest hier sein. Also ich muss den wirklich ganz dicht an der Alarmstation umhauen. Ich darf echt nicht lange warten. Ja, das war jetzt nicht nur, weil ich hab zu lange rumgespielt und wollte noch ein bisschen gucken und hier und da und dings und dann zack. Das wäre es eh noch vorher. Ich sollte vor allem das ganze Dings hier zusammenschneiden, die Videos, damit das sind ja alles schön flüssig wirkt. Dass das Dumme halt an Hitman ist, das ist halt irgendwie nie. Also das ist eine Herausforderung, wenn du das halt irgendwie geschafft hast, das glaubt dir halt keiner. Sag mal so, wenn ich jetzt hier irgendwie ganz toll die Abläufe mache, dann kriegst du dafür halt null Anerkennung. Du kannst ja immer eine Lösung gucken. Ich kann hier rüberspringen. Wo komme ich denn raus? Wir machen das jetzt nicht. Ich würde dir eine Collage machen, wenn du anfängst zu ballern. Eine Collage. Das ist es. Die eine Mission hätte man, also die hier vor mit Janus, die hätte man geschafft und mit komplett einmal durchballern. Ja, komm nach vorne, komm nach vorne. Du hast recht. Was mir gerade so aufgefallen ist, du kannst die einzelnen Gliedmaßen greifen. Wenn du die Leute so reinziehst. Guck mal, jetzt guckt die Hand raus. Wenn ich jetzt hier noch die Hand nehme. Oh. Ernsthaft! Weil ich einen scheiß Kanonenball eingesammelt habe. Du bist so ein Arschkampf, also wirklich. Ach. Echt jetzt? Ach so. Both targets down. Impressive work, and now to confront. Mr. Gray, what's your status? Wirklich? Weil was? Warum? Ich habe eine scheiß Karte vom Boden. Das ist. Hat sie beschwert. Ja, aber trotzdem toll. Da habe ich eine Karte eingesammelt und ich bin das Security. Natürlich sammle ich Karten ein, die doof rumliegen.
Ich habe unten eine Sicherheitskarte, ich bin hier Security. Okay, eigentlich bin ich ein Räuber, aber trotzdem. Also, sehe ich nicht so aus wie jemand, der Sicherheitskarten in der Hand hält? Oh, Moment. Das ist doch dämlich, dass es mich dafür jetzt... Oh. Da gibt es die dämlichsten Gründe hier, dass du dafür das entdeckt wirst, ne? Aber an und für sich muss ich, glaube ich, die Leiche ja nicht mehr so gut verstecken. Doch, muss ich. Weil die Wache, die mich gerade entdeckt hat, war auch die, die vorhin die Leiche gefunden hat. Na gut, also ich muss nächstes Mal direkt die Karten mitnehmen. So viel zum Thema übrigens, letzter Versuch, danach gebe ich es auf. So, jetzt. Every penny. Security's all in place? Outstanding. The Cloud Serpent is safe from sticky fingers. Das ist jetzt ja wohl gut genug, oder? Oh shit. This here. Are you to blame for this? Ich hab das gerade überspeichert, ne? Ich könnte ihn da schießen. Nein, warte, ich kann ihn bewusst schlagen, oder? Ohne dass er es merkt. Oder ich könnte versuchen, die Wache zu verstecken, die schnell die Leiche noch zu verstecken. Warum ist der Typ diesmal anders gelaufen? Muss ich das verstehen? Warum nimmt er jetzt die Hand? Jetzt ist die andere Wache wieder verschoben. Nein, nicht einfach umdrehen. Warum denn? Sind die liegen wieder die Füße draußen? Ach Mann, 47, warum denn? Kann ich die Leute nicht einfach verstauen? Oh. Nein, nicht den Typen, der lag da schon perfekt. Also mal kommen die anderen Wachen, die sehen mich denn, das ist eh alles doof. Nein, warum denn schon wieder den anderen? Okay, jetzt ging es eigentlich ganz gut. Okay, wir versuchen das erstmal mit dem Stand hier, das kann ja eigentlich nur gut werden. Und machen jetzt den Scheiße zu Ende. Das muss doch irgendwie klappen.